Wir hoffen natürlich, bevor es losgeht, an dieser Stelle auch ein bisschen Bares zu kriegen. Bares für Rares, denn ja, wir sind pleite. Gebt jetzt schon mal einen Daumen nach oben und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video, denn wir sind tatsächlich pleite. Wir sind pleite! Ja! Hallo, liebe Freunde, an diesem wunderbaren Donnerstag. Wie angekündigt, halten wir unsere Versprechen. Resnasal dadurch. Möchtest du es beibehalten? Wie einige von euch sicherlich wissen, hat sich unser Netzwerk aufgelöst. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen im Kopf ein bisschen Klarheit kriegen. Und das Studio muss natürlich auch ein bisschen aufgeräumt werden. Und deswegen gibt es heute einige Requisiten aus der langen WW-Zeit, die ihr da draußen ersteigern könnt. Wenn euch ein Ding gefällt, was wir euch vorstellen werden, schreibt in die Kommentare, was ihr uns dafür gebt. Und am Ende gewinnt das kreativste Angebot. Oder das höchste Angebot. Viel Spaß beim großen WW Trödelmarkt. Ich krieg dir gleich eine. Hier, ich hab einen Penis gemacht mit Vorhaut. Ich mag Glück. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. So, liebe Freunde, fangen wir an mit dem ersten guten Stück. Das ist in der ersten Staffel World of Wohnzimmer ein wahrer Klassiker gewesen. Und zwar das Entenkind. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Und wir haben das von einem Fan geschenkt bekommen. Wir hatten es lange hier hinten stehen. Wir haben schon oft bewiesen, dass wir in die Zukunft gucken können, ja, weil wir halt Ahnung von dem Business haben. Wir haben gesagt, hey, das ist auch ein tolles Stück, das kann man doch einfach weitergeben. Hast du irgendwelche Vorstellungen, was du dafür auf jeden Fall haben willst? Nicht nur immer finanziell, sondern was du auch vielleicht haben möchtest, als Gegenzug. Ich finde, es wäre schön, wenn wir ein anderes Bild dafür bekommen würden, was wir vielleicht aufhängen können. Das ist eine gute Idee. Schreibt in die Kommentare und gebt natürlich auch einen Daumen nach oben. Ihr könnt nur mitmachen, wenn ihr Daumen nach oben gegeben habt. Klasse, klasse. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Hier haben wir das, was momentan auch auf YouTube wieder sehr, sehr stark im Trend ist. Wir haben Anti-Doppelmoral. Ja, das war ein Gag. Ich hab mich da auf LeFloid bezogen, Thema ja. Thumbnails. Polizei überfährt Schüler und will dann Schadensersatz für die Kratze am Auto, für Emojis in den Knast und Junge bekommt Roboterarm aus Metal Gear Solid. Dennis, ich finde, das stinkt hier so ein bisschen nach Doppelmoral, oder? Kam bei ihm auch toll an. Das funktioniert doch tatsächlich. Und hat einen Duft. Wie frische Wäsche. Das ist ja das beste Deo, was ich jemals gesehen habe. Ah, siehst du das, Lukas? Wie frische Wäsche. Ich möchte hier einen Geldwert hören. Ja? Ich will einen Geldwert. Okay. Kommen wir zu einer Rarität. Nur echte Worldwide Wohnzimmer-Fans werden sich daran noch erinnern. Die Elke. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Elke war die Freundin von Hauke und sie stand sogar eine Folge lang statt Hauke hier oder zwei Folgen. Das ist die Elke. Wunderhübsch, muss ich sagen. Das ist Haukes Ex-Freundin. Es sind viele Gäste gefallen, teilweise waren sie wirklich total geil, aber sie kamen irgendwie nie so richtig an bei euch. Deswegen möchte mir Elke jetzt einen Halter weitergeben, der besser auf sie aufpassen kann. Hauke und Elke haben sich auseinandergelebt. Ja. Miguel, wie viel würdest du für die Elke ausgeben? 20. Ich würde sagen, 20 Euro ist ganz toll. Oder ihr lasst euch was anderes einfallen. Heißt ja nicht, dass wir hier die Preise vorgeben. Wenn euch was anderes Lustiges einfällt, dann schreibt ein paar Nacktbilder bei Snapchat. Geht auch. Vielleicht kann man so umrechnen. Wenn ihr das möchtet, können wir dann alles signieren, genau, was wir hier verlosen. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Das sind aus der allerersten Folge. Da haben wir die Gangtour besprochen. Was denn da überhaupt passiert? Bei der ersten Gangtour wusste man noch gar nicht, was da passiert. Lions kam jetzt, ja, den Timo. Was macht denn der Timo? Macht Stage-Vlogging. Time with you. Tommy Dessy ist natürlich der Oberplayer. Tittenautogramme verteilen. Und da haben wir uns die kleinen Figürchen hier gemacht. Es sind nur noch zwei übrig geblieben. Es ist Original Timo, hinten mit dem T-Seil, mit dem Kappe, die Snapback auch hält. Das ist Simon. Simon Dessy. Und ich würde sagen, es ist immer noch aktuell. Simon Dessy und Timo, die bekommt man im Doppelpack. Damals noch bei der Gang. Timo und also das, diese Figuren halten alles aus. Ja. Das nervt mich seit Folge 3, würde ich sagen. Egal, in welche Schublade man greift. Ein Haufen voller Twin-TV-Merch. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Dann haben wir noch die Party-Army. Fakt ist, ich muss hier gar nichts. Zum Beispiel, genau. Wem haben wir es alles mitgegeben? Luca hat auch eins bekommen. Ach, die ganzen Stars. Naja, auf jeden Fall, das ist ein ganzer Haufen von Merch. Und wir würden es gerne an eine Person verlosen. Oh, was ist denn da? Das ist von Revi, Schokolade von Revi. Schokolade, ein Schokoladenwerk von Revi. Na, willst du auch? Fragte er, als er sah, dass ich ihn beobachtete. Okay. Er nahm sich noch eine Frucht und ließ sie in der Schokolade verschwinden. Dann führte er sie zu meinem Mund.
Ich öffnete ihn und umschloss sie. Ich sah Revi breit grinsen. Wir sind uns natürlich bewusst, YouTuber-Merch in der Größe S wird nicht so oft verkauft. Wenn ihr bei den Videodays seid und da massiv schwitzt, könnt ihr euch auch einfach damit ab. Und ihr werdet massiv schwitzen. Ja, und wollt uns ja immer umarmen und ihr schwitzt massiv. Der riecht auch unangenehm. Riecht unangenehm und ihr schwitzt massiv. Ich kaufte euch das Doppelmoral-Deo und dann noch den Merch. Ihr habt auch immer hier so Rollen am BH, das ist auch ganz unangenehm anzufassen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr uns dafür geben würdet. Es sind irgendwie 6 T-Shirts. Ihr habt mehr T-Shirts, als der Drachenlord hier haben wird. Ich würde sagen, das ist mit das Wertvollste, ist Kult. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Ihr fragt mich ja immer, ob wir was vorbereiten, wie wir Videos vorbereiten für die Sendung. Wir schreiben natürlich immer Skripts. Wir haben hier 2/3 oder 1/3 Skript aus der Sendung mit Phil Laude. Hallo, meine Schönheit. Geht's euch beiden? Aber können wir sehr gut hin, dann. Ist das hier ein wahnsinnig jung für mich? Pädophile auf dem Spielplatz. Nein. Ich habe mein Physikstudium heute mal unterbrochen, um bei euch zwei Schnecken. Aufdringlicher Chef. Aufdringlicher Physiklehrer. Wir jetzt zusammen ein bisschen Spaß. Oh Gott. Ein Prostituierte. Ein Und noch eine Seite aus den News, die wir damals vorgetragen haben. Wir haben ja Cora Schumacher und Sammy Dessio, also wenn das keine Rarität ist. Da habe ich auch einen richtig geilen Gag geliefert, den möchte ich noch mal sagen. Also Sammy Dessio neben Cora Schumacher. Hier das offizielle Statement von Cora Schumacher. Er machte mir schöne Augen, versprach mir 1000 Euro und eine Xbox. Ich hatte ja ein paar Seiten aus eurem Tagebuch. Die würden wir natürlich gerne lesen. Oder ein paar Aktbilder, als eure Mutter noch knackig war. Würden wir auch gerne nehmen. Jetzt bin ich auch mal, okay? Ich wollte es dir gerade drüber reichen, weil du hast es ja auch mit deinen eigenen Händen ausgeschnitten. Ja, ich habe es gebastelt. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Hing lange an der Wand. Das war Bastel-Benny, ne? Das war Bastel-Benny, genau. Snapchat-Format. Jetzt brauchen wir einen coolen Filter. Und jetzt, was können wir reinschreiben denn jetzt? It's happening. Und dann einen coolen Emoji. Und um das Ganze auch schulhoftauglich zu machen, brauchen wir coole Musik. Und die wird ein bisschen posiert. Struggling to pay rent. Kann ich jeder Sammy-Snap basteln und es war schön. Also ich würde sagen, hat einen Materialwert von 50 Euro. Kennst du Trödeltrupp? Der Mauro? Sagt der Mauro, ja? Ja? Also hier mal kurz, ja? Also hier, ja? Also das ist für mich, ja? Eine Lokomotive, ja? Also hier kann man kurz verkaufen, ja? Schatz, du musst dich auch von Sachen trennen. Können wir alles nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt etwas Maßgeschneidertes. Und das ist wirklich ganz toll. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Das ist ein Jäckchen von Hauke. Und ich kann es ihm gerne nochmal anziehen. In der Zeit kannst du ja schon mal ein bisschen was drüber reden. Wir haben ein Video für die Techniker Krankenkasse gemacht. Und da waren wir ganz alt. Und der Hauke war auch am Start natürlich, saß auf dem Fahrrad und hat diese Jacke getragen. Kommt ihr alten Säcke auch nochmal? Boah, wir hätten Hauke nie mit der OS versehen dürfen. Kann ich ehrlich gesagt ganz schwer davon trennen, weil es im Hauke wirklich auch richtig toll steht. Vielleicht habt ihr ja Neugeborenes oder Braten in der Röhre. Oder ihr könnt euch vorstellen, statt arbeiten zu gehen, lieber Mutter zu sein. Oder kleinwüchsig. Jäckchen von Hauke. Ich stelle mir da wirklich 100 Euro vor. Ich stelle mir da 50 Euro vor. Wir dürfen uns niemals gegenseitig unterbieten. Es wurde maßgeschneidert und da kann man schon ein bisschen was für verlangen. Wir haben alles gesagt. Schreibt es in die Kommentare. Jeder Gast, der mal bei uns vorbeischaut, durfte da reinschauen. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Das ist die Mani-Prinzip. Denkt euch, hey, das kann ich mir auch selber bestellen. Aber wir haben dort persönliche Notizen drin. Und das ganz Besondere ist natürlich auch, Revi hat das Simani-Prinzip unterschrieben. Wir verlosen heute noch einmal das Simani-Prinzip. Ja, genau. Freunde. Mit einem speziellen Gruß. Mit einem speziellen Gruß von mir. Das Buch ist aber echt, da steht ja mehr drin als bei Concrafter, ne? Also, wenn ein Gast kommt, ist die Stimmung ja meist ein bisschen hölzern. Gerade am Anfang muss ich erstmal. Um die Stimmung aufzulockern, zeige ich immer dieses Bild. Ach, guck mal, hier sind noch Zitate. Guck dir das an. Hier sind noch ganz alte Weisheiten von Sammy Slimani. Wir hatten ja in der ersten Staffel ganz viele Weisheiten von Sammy Slimani-Lieder in die Sendung gebracht. Und die sind sogar noch reingeklebt. Ja. Wisst ihr was? Ich hau noch einen drauf. Das ist wirklich, das kann man nicht in Worte fassen. Concrafter, das Buch von Concrafter. Neue Minecraft-Facts und Comments mit seiner Unterschrift. Du hast ein Buch geschrieben, haben wir gehört. Ja. Und das ist das Buch hier. Das habe ich euch mitgebracht, ja. Ich hab das mitgebracht. Handsigniert. Ja, ich habe sogar 2 Widmungen für euch reingeschrieben. Ich habe gerade schon hinten gesehen, da steht genau. Was. Hier, guck mal, da haben wir Revis Unterschrift und Concrafts Unterschrift. 1000 Euro. 1000 Euro oder ein Like. Hauke ist durch einen Zufall 2014 zu uns gekommen. Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Hier erwarten euch in Zukunft Challenges, die richtig Spaß machen. Mit meinem Kollegen Hauke. Hauke, sag mal Hallo zu den Zuschauern.
Er ist auch nicht mehr federlos, Revi hat ihm ein Arschloch gemalt und er fällt immer mehr und mehr auseinander und er ist sehr dreckig, man kann es einfach nicht mehr sauber machen. Er hat viele Niederlagen gesehen, er hat uns weinen sehen beim Webvideopreis 2016. Der deutsche Webvideopreis in der Kategorie Comedy 2016 geht an das Netzwerk! Hauch ist mittlerweile berühmter als die Sendung selbst und deswegen möchten wir euch jetzt fragen. Schreibt in die Kommentare, wie viel bietet ihr für eine Nacht mit Hauke? Hauke ist sehr gut bestückt, kann wehtun. Und er ist 100% gesund. Ja, auf jeden Fall sagt er das. Also, eine Nacht mit Hauke, schreibt in die Kommentare. Daumen hoch auf jeden Fall für diesen Trödeltrupp. Schreibt mir in die Kommentare wirklich, was ihr haben wollt. Wir werden uns intensiv damit beschäftigen. Und wenn es so gut ankommt, dann können wir auch noch andere Sachen vertrödeln. Wollt ihr nicht Lukas und Miguel auch vertrödeln? Genau. So, wir verlosen auch den Luki Spooky, a.k.a. Lukas von den Beyond-Ballerern. Seine Vorteile sind, er hat sehr hohes technisches Witzen und er teilt unseren Witz. Nachteile sind, er ist in letzter Zeit oft beim Dreh eingeschlafen, er hat Karten verballert. Er steht hier im Tanktop. Oh, geil! Miguel ist eingewandert damals aus Pattaya. Nein, ich will die richtige aus Pattaya. Miguel ist immer so gut gekleidet, kennt sich sehr mit Cocktails aus und er kann euch mixen, was ihr wollt. Und vielleicht kann er auch andere Sachen, was ihr auf X'en reimt, mit euch machen. Schreibt in die Kommentare, was ihr für Migi bietet. So, liebe Freunde, das war das wunderbare Video. Gebt einen Daumen nach oben und helft uns bitte, dass wir nicht mehr pleite sind. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir sehen uns wieder am Dienstag zu Worldwide Wohnzimmer. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und haut rein! Abonniert Beyond Ballerer! Gut, oder?